Spiel Sazik. Im Oscar-nominierten Film King Richard darf Will Smith den ehrgeizigen Vater von Serena und Venus Williams verkörpern. Für die Schauspielerinnen Zendaya Sidney und Demi Singleton war die glaubhafte Darstellung der talentierten Teenager allerdings nicht nur wegen derer Tenniskünste eine anstrengende Angelegenheit. Das war für mich eine ziemliche Herausforderung, weil es zwar eine Menge aktueller Bilder und Videos von Serena gibt, aber nicht von ihr als kleines Mädchen. Sie und Venus hatten nämlich schon als Kinder einen einzigartigen Stil beim Tennisspielen. Ich musste also viel recherchieren. Aber zum Glück waren ihre Schwestern am Set und haben mir dabei geholfen, alles richtig zu machen. Beim Dreh war ich bereits 13. Deshalb war es für mich etwas gewöhnungsbedürftig, eine 10-Jährige zu verkörpern. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wie ich selbst in dem Alter war. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht, diese kindliche Energie noch einmal ausleben zu dürfen. Zendaya und Demi mussten außerdem wie zwei der größten Tennisprofis aller Zeiten spielen lernen. Und das ist wirklich eine enorme Leistung gewesen. Im Film hat er als King Richard deshalb die Trainerlegende Paul Cohn engagiert, um die kindlichen Energien seiner Töchter in die richtigen Bahnen zu lenken. Paul ist ein Typ, dessen Hochzeit in den 70ern gewesen ist. Er war selbst einmal Champion und hat anschließend unter anderem John McEnroe und Pete Sampras gecoacht. Also einen ziemlichen Experten in dieser Sportart. Für Tony Goldwyn war die Verkörperung dieser Persönlichkeit hingegen keine allzu große Herausforderung. Viele Leute wissen nicht mehr wirklich, wer er ist oder was er mit Tennis zu tun hatte. Ich war deshalb nicht unter Druck, eine sehr berühmte Figur mit all ihren Facetten spielen zu müssen. Außerdem konnte ich Paul Cohn persönlich treffen. Das ist ein großer Luxus, wenn man eine real existierende Person spielen soll. Dabei hat er mir sein System für das Coaching verraten, sowie viel über seine Beziehung mit Serena, Venus und der Williams-Familie. Nur bei einer Sache musste sich der renommierte Schauspieler große Mühe geben. Meine Tenniskünste waren ziemlich eingerostet. Ich bin zwar mit diesem Sport aufgewachsen, habe aber in meinen 20ern damit aufgehört. Deshalb musste ich mit Coaches hart trainieren, damit das nicht auffällt. Doch auch Zendaya und Demi konnten durch den Film ihre Fähigkeiten im Tennis verbessern. Nur würde das ausreichen, um eine ähnliche Karriere zu starten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir mittlerweile ziemlich gut in dieser Sportart geworden sind. Wir könnten sogar gegeneinander antreten. Allerdings würde sie garantiert immer versuchen, mich zu besiegen. Oh ja, ich bin sehr ehrgeizig. Und ich würde sie wohl jedes Mal gewinnen lassen. Das Training unter den Augen ihres strengen Vaters und Paul Cohn war hingegen für die echte Serena und Venus alles andere als spaßig. So wie die Zusammenarbeit des Coaches mit Richard Williams. Paul hat Richard für sein Engagement trotzdem zutiefst bewundert, obwohl die beiden nicht immer einer Meinung waren. Er war darüber aber keinesfalls verbittert, weil er ebenfalls wollte, dass Venus und Serena erfolgreich werden. Richards Engagement war wirklich einzigartig und weit über dem, was ein Vater für gewöhnlich tut, um seine Kinder zu etwas zu bewegen. Er hat damit die Leidenschaft in Serena und Venus für diesen Sport geweckt. Die Verwirklichung eines Traumes für seine Kinder, der jedoch für Richard ohne den Beistand seiner Ehefrau Brandit Williams unmöglich gewesen wäre. Beide kämpfen für dieses Ziel. Aber das beinhaltet für Brandon nicht, ihn nur auf dem Tennisplatz zu unterstützen. Sie muss auch noch im Haushalt sauber machen, kochen und immer adrett aussehen. Eine Aufopferung, die auf den ersten Blick außergewöhnlich wirkt, aber nicht selten ist, weil das viele Frauen ebenso für ihre Familien machen. Deshalb sind wohl auch die echten Tennisprofis trotz ihrer Erfolge bodenständige Persönlichkeiten geblieben. Etwas, womit sie bei den beiden Schauspielerinnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Serena und Venus haben uns beim Dreh überrascht. Das war eine wirklich tolle Erfahrung.
Vor allem, weil wir mit ihnen über alltägliche Dinge sprechen konnten. Sie sind trotz ihres Status nämlich ganz normale Menschen geblieben. Die beiden sind die Champions. Aber wenn du mit ihnen sprichst, hat man diesen Eindruck überhaupt nicht. Und das liebe ich an ihnen. Trotzdem war es cool, zu ihnen aufzusehen, auch wenn ihr Ruhm für die zwei keine große Sache ist. Und wie sich das anfühlt, dürfen die Nachwuchstalente ab sofort als Serena und Venus Williams auf der großen Kinoleinwand erfahren. In einem Film über zwei Sportlegenden, der mit 6 Oscar-Nominierungen bedacht wurde. King Richard. Jetzt im Kino.